Es gibt nochmal einen neuen Trailer zu LEGO Star Wars die Skywalker Saga und der Galactic Edition mit neuem Gameplay, mit den neuen Charakteren. Die Patch Notes in Anführungszeichen vom letzten Update sind draußen und die ersten Character DLC Packs sind erschienen, nämlich das Clone Wars und Summer Vacation DLC, die leider alle wieder mal sehr enttäuschen und das sogar mehrfach. Bevor wir dazu aber kommen, noch kurz die Info, dass, ja, wie die meisten wahrscheinlich gesehen haben, nicht alle DLC-Packs auf einmal erschienen sind, sondern die kommen jetzt alle im 2-Wochen-Takt raus. Also am 15. November bekommen wir dann das Rebels und Kenobi-DLC und dann nochmal 2 Wochen später, am 29.11. kommen dann die letzten beiden Packs raus, Book of Boa Fett und Endor. Und allein das ist schon ein wenig unnötig und auch enttäuschend, weil als ob man dadurch dann immer wieder voller Hype alle 2 Wochen ins Game zurückkehrt. Ist recht, wenn halt eben alle Packs so eine Qualität haben wie jetzt. Und da kommen wir direkt zum nächsten enttäuschenden Punkt, nämlich die Qualität der Packs. Erstmal die Animation. Okay, klar, jemand wie Obi-Wan benutzt natürlich dieselben Animationen wie die bisherigen Kenobis. Genauso wie auch Vader und Palpatine. Macht anders ja auch gar keinen Sinn. Aber wenn man sich dadurch dann schon Arbeit sparen konnte, nämlich indem man die Animationen übernehmen konnte, warum hat dann Ventress auch genau dieselben Animationen wie Ahsoka? Oder auch Savage Opress hat die Animation von Maul kopiert. Da hätte man ja dann mit der gesparten Zeit hier ja dann einzigartige Animationen hinzufügen können. Dazu kommen dann auch noch die fehlenden Voicelines. Wieder mal hat kein Charakter aus den DLCs eigene Voicelines. Und auch hier, ich kann verstehen, dass sowas extrem aufwendig und auch kostspielig sein kann, weil es ja in zig Sprachen ja nicht nur Deutsch gemacht werden muss, aber warum haben dann wenigstens die Charaktere, die jetzt ja quasi nur einen neuen Skin bekommen haben, also Maul, Darth Vader, Palpatine, Obi-Wan und so weiter, die ja schon im Spiel sind und die im Spiel ja auch sprechen können, warum hat man deren Voicelines nicht einfach übernommen? Also sie sind ja im Spiel drin, aber trotzdem können diese neuen Charaktere jetzt nicht sprechen. Ansonsten gibt es aber auch noch so ein paar Kleinigkeiten, zum Beispiel, dass Rex rote anstatt blaue Laserbolzen schießt, oder der Ventress-Skin stammt auch zum Beispiel aus der 2003 Clone Wars-Serie und nicht aus der 2008er. Aber eine positive Sache bei den DLCs gibt es auf jeden Fall, nämlich die Idle-Animation der neuen Charaktere. Also Rex, Ventress, Savage und Gar Saxon haben alle einzigartige neue Idle-Animationen, die alle auf jeden Fall sehr, sehr cool aussehen. Dann vielleicht kurz zu den Patch-Notes. Wie eben schon gesagt, in Anführungszeichen, weil sich TT Games auch da so gut wie noch nie die Mühe gemacht hat, richtige Bugfixes aufzulisten. Noch so eine enttäuschende Sache. Und dieses Mal ist es eben genauso wieder. Und zwar ist nämlich einfach nur die Rede von Stabilitätsverbesserungen, Bugfixes und eben die Vorbereitung für die kommenden DLCs bzw. Charaktere. Und das war es auch schon. Und das Ganze ist einfach so schade. Ich habe es ja jetzt auch schon oft genug in Streams, oft genug in Videos gesagt, zu sehen und sich vorzustellen, wie viel Potenzial das Spiel hat. Und dann aber gleichzeitig zu sehen, was daraus gemacht wird, nämlich so gut wie nichts, ist einfach nur enttäuschend. Mich würde echt mal interessieren, wer und wie viele von euch wegen den Packs jetzt nochmal ins Spiel zurückgekehrt ist, beziehungsweise ob sich generell überhaupt jemand von euch die Packs geholt hat und was so eure Meinung dazu ist. Aber ich glaube, dass wenn diese Packs zu Recht nicht gut ankommen und vor allem halt eben nichts Neues Gameplay-mäßig mit reinbringen, weil ich meine, 5 Charaktere mehr bei den 300, 400, die wir haben, macht da keinen großen Unterschied meiner Meinung nach. Glaube ich, dass das vielleicht jetzt das letzte Content-Update für LEGO Star Wars gewesen sein könnte, wenn sich eben der Aufwand für die Packs nicht mehr rentiert. Hoffen wir aber mal nicht. Ansonsten checkt gerne noch meinen Zweitkanal aus. Da kommen täglich Clips rund um Star Wars und Star Wars Games. Da bekommt ihr teilweise News auch noch früher, wenn sich nicht immer ein großes Video hier auf dem Kanal dazu lohnt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, Leute, und bis zum nächsten Mal.